Frau Steffen, Pflichtspielpremiere, Heimpremiere, die ersten drei Punkte, wie fühlt es sich an? Toll, muss ich sagen. Es ist einfach schön, das Spiel hier gewonnen zu haben, in die Runde reinzukommen mit einem guten Gefühl und einem guten Ergebnis vor allen Dingen. Das war schon heute eine richtige Schlacht. Der Boden hat nicht so viel Fußball hergegeben. Insofern mussten wir mehr kämpfen als Fußball spielen. Das hat aber auch gelungen. Oder ist auch gelungen. Wie wichtig ist das für die Jungs und für den Kopf nach so einer Vorbereitung dann auch den Erfolg zu bekommen? Ja, also es ist wie jede Vorbereitung, das sind alles Testspiele und wenn du mit dem ersten Saisonspiel startest, dann ist, was vorher war, alles Makulatur. Insofern musst du dann dir die Bestätigung holen in einem Punktspiel und das haben wir heute getan, eindrucksvoll und dementsprechend bin ich sehr zufrieden. Rocky Krone, erstes Pflichtspiel 2016, der erste Sieg, gutes Gefühl? Ja, ich glaube schon, wenn man das erste Spiel mit 3 Punkten das Platz verlässt, dann glaube ich alle zufrieden. Wir haben lange auf gewartet, letzte Woche dann nicht gespielt, aber ich glaube jeder war heiß drauf heute und ja. Glücklich heute. Leon Schwers, Profidebüt, Drittliga-Debüt, Heimsieg. Kann so ein Tag besser laufen für dich? Nö, ich finde eigentlich nicht. Also 2-0 für uns ist schon ganz gut und dann noch zu 0 allgemein. Als Abwehrspieler ist das immer am wichtigsten. Und ich denke, das haben wir ganz gut gemacht. Marcel Reichwein, 4 Wochen Vorbereitung liegen hinter euch. Die ersten 3 Punkte sind jetzt eingefahren. Gutes Gefühl? Ja, natürlich. Wir haben, denke ich, eine lange Zeit drauf warten müssen. Und heute war es endlich wieder soweit und natürlich ist das für die Arbeit, die wir jetzt in den letzten Wochen so oder woran wir gearbeitet haben, dass das so ein bisschen aufgegangen ist, das freut einen. Das gibt ein gutes Gefühl, aber es soll ja auch erst der Anfang sein. Du bist heute sprichwörtlich ins kalte Wasser geworfen worden. Wie hast du es verkraftet? Wie bist du damit umgegangen? Ja, es war schon eine kleine Überraschung für mich, aber irgendwie hat mich die Mannschaft da schon gut gepusht und hat mir auch geholfen in der Hinsicht, hat mir gut zugesprochen und ich denke, dann war der Einstieg auch nicht so schwer. War es vielleicht dann besser, das erst heute kurz vorm Spiel zu erfahren, als sich irgendwie die ganze Nacht da Gedanken drüber zu machen? Ich glaube, das war schon besser, das kurz vorm Spiel zu erfahren. Weil ich konnte beruhigt schlafen und mich aufs Spiel vorbereiten, aber war ganz gut. Beim ersten Tor ging es sehr flott, kannst du es uns nochmal beschreiben? Ja, ich glaube, eine passende Tiefe, ich weiß genau nicht so genau. Hoffi hat es vorgelegt, genau. Ich spiele ihm sehr gut zurück und schiebe ihm lange Säcke rein. Wie seid ihr sonst klargekommen mit dem neuen Spielsystem, mit der neuen Spielidee trotz des Wetters? Ja, der Platz war schwierig zu bespielen, aber ich glaube, das System haben wir heute ziemlich gut umgesetzt. Ja, die Verhältnisse waren nicht optimal, aber auch in der Vorbereitung haben wir schon ein paar Spiele die guten Ansätze gezeigt und ja, heute haben wir wieder nachgelegt. Wie seid ihr vor allem bei dem Wetter heute mit dem neuen Spielsystem, der neuen Idee klargekommen? Ja, ich denke gerade in der ersten Halbzeit ganz gut. Dass jetzt noch nicht alles gepasst hat, ist auch klar. Das ist in so kurzer Zeit auch nicht so einfach. Aber ich glaube, größtenteils haben wir das ganz ordentlich gemacht. Aber ja, wir können uns noch steigern, das werden wir auch. Aber für heute ist das erstmal zufriedenstellend. Ist aus Ihrer Sicht den Jungs auch so ein bisschen die Puste ausgegangen zum Ende? War es doch kräftezehrender, als man dachte? Ja, wer auf dem Platz nur spazieren geht, der weiß, wie anstrengend das ist. Der war so tief und das, was wir verlangen, ist einfach sehr anspruchsvoll. Insofern haben wir uns dann mehr auch so aufs Verteidigen konzentriert und ab und zu mal versucht, ein paar Konter zu setzen. Das ist legitim. Ich glaube, dumm wäre es, einfach weiter Gas zu geben und dann irgendwann ab der 70. kannst du gar nicht mehr. Und wir lagen 2-0 in Führung. Insofern ist das in Ordnung. Wir haben das Spiel gewonnen, 3 Punkte geholt und das war wichtig.